Ich bin in Seoul, Leute, endlich. Da ist das der Gyeongbokgung-Palast mit dem Gwanghwamun-Tor. Das ist so unfassbar cool. Die Koreaner verstehen mich, zumindest die eine, mit der ich bei Starbucks geredet habe, die hat meine Bestellung korrekt entgegengenommen. Und also auf Koreanisch. Wir gehen jetzt so ein bisschen durch die Gegend, schauen uns ein paar Sachen an und gehen dann gleich vegan essen in so einem traditionell koreanischen Restaurant. Ich habe nämlich echt Lust, mal wieder Bibimbap zu essen. Wir sind hier jetzt am Cheonggyecheon. Das ist so ein Stadterneuerungsprojekt, das man vor ungefähr 10 Jahren gemacht hat. Hier war einfach nur eine Autobahn drüber. Und jetzt hat man hier so urbanes Grün, einen kleinen Fluss neben den Hochhäusern. Wirklich schön. Hier sitzt die Statue von Sejong, dem Großen, der das koreanische Alphabet erfunden hat, auf dem Platz vor dem Gwanghwamun, das ich euch gleich auch noch zeige. Und so sieht es beleuchtet aus. Wie man sieht, kein Zentimeter weiter beleuchtet als nötig, aber sehr, sehr schön. So sieht unser koreanisches Zimmer aus. Quasi man schläft auf dem Boden und hat eine kleine Kommode und eine Klimaanlage. Und dann hat unser Gästehaus, in dem wir sind, einen Gemeinschaftsbereich. Oh, das ist gerade echt dunkel. Küche, Fernseher, Kühlschrank und so einen koreanischen Tisch. Koreanische Esstische sind ja so tief und man muss sich quasi im Schneidersitz dahinsetzen. Wir sind jetzt hier auf der Insel Joido. Wo halt so ein paar. Ja, wir sind auf der Insel, Mama. Okay. Und da hinten seht ihr irgendwo so ein Fernsehturm und dahinter ist unser Hotel. Wir laufen jetzt ein bisschen hier am Hangang lang. Der Fluss, der durch Seoul fließt, ist sehr, sehr breit. Und ja, machen jetzt einfach jetzt ein paar, schöne paar Stunden, denke ich mal. Also, ich hätte mir den Hangang jetzt echt nicht so breit vorgestellt. Ich finde ja den Rhein in Düsseldorf schon echt breit, aber das hier übertrifft es echt. Da das, wie ich meine, höchste Gebäude Koreas, das 63 Building. In der verspiegelten Fassade spiegeln sich die Wolken wieder. Das ist echt cool. Hier nochmal aus der Perspektive, wie man sieht, auch da Häuserfassaden spiegeln sich wieder. Echt cool. Wir haben uns jetzt gerade Eis geholt bei Fell & Cole. Da oben. Da. Himbeer, Champagner und darunter, ich glaube, Blaubeere mit 8200 Won, ein bisschen teuer, aber lecker. Wir waren jetzt gerade essen in einem rein veganen Restaurant, was halt Teil dieser, Loving Hut Kette ist, die ja von vielen kritisiert wird wegen dieser Sekte, die dahinter steckt. Ich fand es sehr, sehr lecker. Meine Mutter fand es bis auf eine Beilage auch sehr lecker. Sehr reichhaltig, super günstig, viel günstiger als das Plans, dieses amerikanische Angehauchte, wo wir gestern waren. Da haben wir doppelt so viel bezahlt für vielleicht ein Viertel der Menge. Und das war jetzt einfach super und traditionell koreanisch, auch mit auf dem Boden sitzen. Also was will man mehr? Und überall verstreut hat man halt so noch so alte Paläste, wie diesen hier, Changdeokgung. Das sieht halt schon ein bisschen anders aus als in China, obwohl das auf dem Video natürlich mal wieder überhaupt nicht rüberkommt, welche Farben der hat. Aber die Farben sind schon etwas weniger kräftig als in China. Aber es sieht trotzdem noch sehr, sehr schön aus. Der ist jetzt leider geschlossen, also müssen wir mal schauen, was wir jetzt noch machen. Ich weiß es nicht, jedenfalls bin ich gerade noch ganz schön voll. Also vielleicht noch ein bisschen so einfach durch die Gegend laufen. Und das hier ist so ein traditionell koreanisches Viertel. Schaut mal hinter mir. Die Hochhäuser. Dieser Kontrast von neu und alt ist unbegreiflich. Das ist unfassbar schön. Schaut mal hinter mir da.
die ganzen Hochhäuser da hinten. Dieser Kontrast von alt und neu ist unfassbar schön hier. Allgemein, so sahen die Häuser. Ich glaube, das war zur Joseon-Dynastie. Genau, in der Joseon-Periode lebten hier Mitglieder der Aristokratie. Und ich bin ein bisschen leiser, weil das hier eine Wohngegend ist. Aber noch sehr, sehr schön erhalten und unfassbar schön. Hier seht ihr den Ausblick jetzt noch mal ein bisschen besser. Der Berg, das ist der Namsan, der Südberg, der jetzt aber irgendwie mitten in der Stadt liegt. Die ganzen Hochhäuser der Stadtmitte und davor dann die alten Häuser. Schaut mal meine Aussicht gerade. Und da unten ist das hier. Und selbst da wird Urban Gardening betrieben. Das ist ein wunderschöner Stadtteil von Seoul. Ah, total klasse. Und das hier sind diese Kabelverteiler aus der Hölle. Ist so heiß. Wir gehen jetzt auf den Namsan drauf, den Südberg, und hier ist glücklicherweise so ein Aufzug, der so schräg nach oben fährt. Ich hatte keine Lust, das jetzt noch zu laufen. Boah, furchtbar. Ist das nicht eine schöne Aussicht auf die Stadt? Bäume, Blümchen und ein paar Hochhäuser. Wir sind jetzt noch in Dongdaemun, bis wir gleich dann wieder mal zu der Banpo-Brücke fahren werden. Das ist auch so ein bisschen so ein Einkaufsviertel hier. Wieder mal sehr bunt alles. Ja. Das war's in Korea. Ich bin am Flughafen. Lief alles soweit reibungslos. Unser Flug hat nur jetzt schon 20 Minuten Verspätung und wir hoffen, dass wir halt den Anschlussflug bekommen, weil wir erst nach Paris fliegen und von Paris dann nach Düsseldorf, weil das viel günstiger war. Gerade als dann mein Pass gestempelt wurde und dann da Departure stand, dachte ich so, oh, Menno, ich wäre gerne noch länger in Korea geblieben. Es hat mir super gefallen. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal hinkommen. Das war's, Leute. Bis zu einem nächsten Video.